So, hallo Leute, Matthias hier aus dem wunderschönen Thailand. Und heute sind wir am Markt von Surin. Da haben wir seit neuestem jetzt auch einen Stellplatz mit meiner Frau, wo sie ihre Kebab verkaufen kann. Der Markt ist schon riesig und auch schön gelegen. Neben dem Fitnesscenter da, ziemlich zentral auch, deshalb sind sehr viele Leute. Jetzt ist noch früh am Morgen, deshalb ist noch nicht so viel los. Ja, das ist jetzt die Nationalhymne, da muss jeder stehen bleiben. Hören wir uns doch die mal an. So, das war die thailändische Hymne und wenn die wird einmal, zweimal am Tag gespielt, einmal in der Früh und einmal abends, ich glaube um 6 oder um 8 Uhr, weiß ich gar nicht. Und da bleiben wirklich in öffentlichen Plätzen die Leute stehen, es dauert ja nur eine Minute oder so und keiner bewegt sich mehr, bis das Lied, bis die Hymne gesungen wird und dann geht das ganz normale Leben weiter, finde ich klasse einfach. Hallo, Savadi Krab. So, und mal schauen, der Stand von der Koi. So, das ist der Stand von meiner Schwägerin Koi. Die Yaya ist jetzt gerade hier beim Verkaufen. Yaya, how are you today? A little bit slippery, yeah? Okay. Die Koi ist wahrscheinlich gerade beim Einkaufen. Die verkauft hier Kleider, und zwar Gebrauchte, so Secondhand-Kleider sozusagen. Ja, das ist dann schon der Parkplatz, die Hauptstraße. Der Eingang praktisch, ist immer noch wegen Corona, wird alles desinfiziert, Temperatur gemessen. So, jetzt schauen wir mal, was meine Frau macht. Auf! So, da ist sie ja mit ihrem Kebab. Und das sieht ganz schön aus. Ah, ist doch lecker, ne? Hallo, die Frau neben uns verkauft Fisch und Fleisch, ja. Sieht sehr lecker aus, ne? Ja, da ist ihr Werbeplakat. So. Und die andere Nachbarin hat hier Bio-Reis, verschiedene Sorten. So, dann schauen wir mal, wie das läuft heute. Es hat ja schon mal gut angefangen, nicht? Also, Leute, ich verabschiede mich jetzt und hoffe, dass euch das Video vom Markt in Surin gefallen hat. Tschüss, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand, Surin im Isan.